Grüß Gott. Johannes Wilder, der Wanderer vom Eichhugel, begrüßt Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 825. Eichhugelwanderung am Freitag, dem 24. Juni 2022. Der 24. Juni, Johannistag, der Wanderer, hat Namenstag, am Tag Johannes der Täufer. Und ich bin nicht am Eichhugel, sondern ich sitze in der offenen Türe unserer Sommerwohnung in Garst am Kamp nach einem sehr intensiven Probentag Carmen in der Burg Garst. Und es gibt ein richtig erlösendes, die ganzen Dunstschwaden auflösendes Waldviertler-Gewitter mit einem fantastischen Blitzreigen und zwar Gott sei Dank kein Hagel, aber intensivsten Regenfällen. Gestern Abend vier junge Dirigenten machen ihre öffentliche Diplomprüfung mit dem ORF-Sinfonieorchester und nach einer langen Nacht geht es heute weiter in Garst mit Carmen. Ja, so genieße ich ein bisschen das von mir so sehr geliebte Gewitter und die Gewitterstimmung. Hinter mir hören Sie, der Regen wird stärker und ich werde mich ein bisschen umdrehen, hinausschauen und die Blitze und den Regen und den Sturm genießen. Johannistag, Sommersonnenwende und wir bauen von heute an wieder ab, wie wir schon gesagt haben, zum Wintersonnenwendtag, dem Tag der kürzesten Tagesfrist und der längsten Nacht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend des Johannistags.